So, frisch eingetroffen, kam heute aus England für 17 Euro eine Stirnlampe von Energizer. Ich glaube, es ist ein amerikanischer Hersteller, der noch sehr viele andere Sachen im Petto hat für Industrie bzw. auch Militär. Und ich glaube, das ist hier so die Sportline oder ja. Und in der Sportline ist das so das Beste. Und das wollen wir jetzt mal auspacken. 52 Lumen steht drauf, 3 Batterien, AAA, AAA, eine Spotlampe und 2 für Flutlicht und 2 für Rotlicht. Und ich bin mal gespannt. Man kann hier angeblich stufenlos zwischen Weitwinkel oder Flutlicht und dem Spotlicht umschalten. Bestellt habe ich das Ganze für meinen Kollegen Mario. Mario, ich heiße es auf. Ja, zerstört. Ich glaube, hier müssen wir erstmal eine Schere ansetzen. So, rausgeholt. Wir werden jetzt mal ein bisschen scharf bestellt. Die Batterien verbauen. Ich habe eben schon mal probiert. Also es ist sehr billiges Plaster und ich kriege das hier nicht rum, ohne Angst zu haben. Also ich habe jetzt mal ein bisschen angehoben. Es ist sehr schwergängig. Uiuiui. Ich glaube, das waren nur 3 Stellungen. Ja. Die Batterien muss man mit dem Kopf zuerst rein. Anders geht's nicht. Mal gucken, gibt es da eine Dichtung? Also es gibt keinerlei Dichtung in irgendeiner Weise. Das ist schon meine Fresse. Weiß ich nicht. Ja, einschalten tut mir die Lampe gleich mit Rot. Volllicht. Wie war das? Und gedimmtes Licht. Und jetzt gibt es die folgende Funktion. Man kann hier stufenlos zwischen den Weitwinkellinsen und dem Spot das sehen? Ja, dann schlecht, ne? Also muss man es so machen. Man hat eine kleine Veränderung gesehen, aber so sieht man es besser. Umherschalten. So, jetzt muss ich mal hin. Oder komm mal mit. Mal raus. In die Richtung. Hier die Bäume, ne? Einen Baum hast du, ne? So. Das Rotlicht sieht mir jetzt sowieso nicht. Ups. Rotlicht. Hm. Zum Kartenlesen. So, das ist jetzt der Spot. Das ist ganz ordentlich für die Größe der Lampe. So, wenn man dreimal durchschaltet, hat man dann eigentlich alle 3 an, wobei der Spot da zurückgeregelt ist. Man hat dann die beiden Weitwinkel an. Und wenn man dann auf die Regeltaste drückt, geht auch die volle Leuchtkraft an. Und man kann dann so auf das Flutlicht schalten. Das ist soweit ganz ordentlich. Zumindest wenn man so vor dem hinten arbeiten will und durchaus wieder zurück auf Spot. Hier rüber, links. Womit? Hinten ist die Sitzecke. Das ist im Prinzip ganz gut ausgeleuchtet, ne?
Natürlich kein Vergleich zu einer Phoenix HL55. Ich darf das mal demonstrieren. So, das ist die Kopflampe, die ich auf dem Kopf habe. Die Sonne geht auf. Das war's schon. Morgen nochmal bei Tageslicht. Vielleicht mache ich gut gucken. Bis dann. Was hier noch zu bemerken wäre, das ist ein einfaches Kopfband. Also ohne Überkopf. Einfach nur. Und was mir aufgefallen ist, es ist natürlich ein sogenannter Blender. Das heißt, dieser Ring des Reflektors der leuchtet quasi 360 Grad rum und damit auch auf die Nase. Bei sowas, bei solchen Stundenlampen achte ich eigentlich immer drauf, dass sowas nicht passiert. Das Einzige, was man jetzt hier machen kann, ist entweder mit einem schwarzen Edding hier unten alles ein bisschen zutoppern oder ein kleines Isolierband unten dran. Ich mag sowas nicht, wenn die eigene Nase beleuchtet wird. Ja, ansonsten die Kosten 17 Euro in eBay aus Großbritannien plus 6 Euro Versand. An sich soweit ganz ordentlich. Also hier müssen wir mal gucken, warum das so straff ist. Ich will es nicht kaputt machen. Morgen nochmal Bilder bei Licht. Das ist ein Selbstblender, also ohne dieses Klebeband sieht man gar nichts. Nicht das, was man anleuchten will.